Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben heute die aktuelle Debatte zur Inflation, zu der Preistreiberei eingereicht, weil das eine unfassbare Problematik für viele Menschen in unserem Land ist und jeder Einzelne davon betroffen ist. Und ich konstatiere für mich und ich konstatiere für unsere Fraktion, dass ich alles das, was ich auch in meiner Eingangsrede dargestellt habe, eigentlich genau so bestätigt habe. Es ist eine völlig abgehobene Herangehensweise vieler Politiker auf dieses Thema und besonders eindrucksvoll hat das die SPD bewiesen. Frau Kasprig beispielsweise hat die aktuelle Inflationsproblematik als Zeit des Umbruchs, als Zitat definiert und uns Panikmache vorgeworfen, nur weil wir diese Fakten auf den Tisch legen und weil wir den Menschen, die davon betroffen sind, eine Stimme geben wollen. Und die unfassbare Doppelmoral zeigt sich bei der SPD wieder besonders gut. Da draußen steht ihr 100.000 Euro teurer Sima BMW für eine 9%-Fraktion. Ich persönlich habe damit kein Problem. Ich mag auch schöne Autos und jeder soll gerne schöne Autos fahren. Aber zeitgleich den Menschen jetzt als Lösung ein Tempolimit vorzuwerfen, ist an Doppelmoral kaum zu überbieten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie predigen Wasser, Sie saufen Wein aus vollen Kübeln. Sie sind genau die Menschen, die ich vorhin angesprochen habe, die anderen Vorschriften machen sollen, wie sie zu leben haben, die anderen Vorschriften zu machen haben, dass sie den Gürtel enger schneiden, aber selbst sich einfach einen Griff aus dem Steuersäckel genehmigen, wenn sie wieder irgendwas neu brauchen. Und auch ihre Hilfsprogramme. Sie haben als Lösungsvorschlag für die Bürger da draußen die Hilfsprogramme der Bundesregierung gelobt. Wissen Sie wirklich, was davon ankommt bei den Menschen in der Tasche? Bei einem normalen Arbeitnehmer, der normale Steuern zahlt, wie viele da hängen bleiben von den 300 Euro? Na, 180, 190 Euro je nach Steuersatz. Was wollen Sie denn damit großartig machen? Da gehen Sie einmal mit Ihrer Familie ins Kino, danach gehen Sie sich noch einen Döner holen, dann sind die 200 Euro weg. Das soll der große Wurf sein für die Menschen in diesem Land, dass ich nicht lache, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann möchte ich kritisieren, was uns vorgeworfen wurde, dass wir die Bundeswehr nicht unterstützen wollen. Das ist völliger Blödsinn. Die AfD steht seit Jahren an der Seite der Bundeswehr. Wir waren die Einzigen, die die Wehrpflicht beibehalten wollten. Was wir aber kritisieren, dass jetzt plötzlich wieder in einer Ruckaktion 100 Milliarden Euro gedruckt vom Himmel fallen sollen und wir uns ganz einfach fragen, wo war denn dieses Geld vorher bei anderen Dingen, wo wir sie brauchen? Hier in Deutschland kämpfen Menschen seit 2 Jahren für ein Krankenhaus, was 1-2 Millionen kostet. Sie kriegen es nicht und hier wird ihr das große Füllhorn des Steuersäckels ausgekippt. Und das ist die Schieflage daran. Sie versuchen, das Problem kleinzureden. Sie versuchen, von den Grundursachen abzulenken. Und ich komme zum Schluss, indem ich konstatiere, dass genau das, was der Gründungsgedanke der Alternative für Deutschland war, nämlich die Prophezeiung der Schieflage der Währungsunion des Euros, genau so jetzt eintrifft, wie wir es bereits 2013 vorhergesagt haben. Ganz viele Professoren haben genau das schon damals unterschrieben. Es bewahrheitet sich immer wieder, was wir prophezeit haben. Und genau das wurde heute wieder besonders deutlich. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.